Ja, schon. Geht's los. Haben wir einen Plan B, wenn es regnet? Gehen wir dann in diesen Gang? Oder? Ja, wir gehen in diesen Gang. Okay. Achso, 3, 2, 1. Nehmen wir das auf? Ja. Okay. So. Und Prost, die Dame. Prost, Leute. Prost. Prost. Okay. Die Anstoßgeräusche sind ja wieder super. Das funktioniert mit den Dosen jetzt. Nein. Ja, willkommen beim Biertaucher. Biertaucher. Das ist ja schon wieder ganz geil. Biertaucher Nummer 200. Biertaucher Podcast 269. Mach du mal weiter. Heute mit Horst. Jana. Und Stefan. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle und auch vielen Dank an das Klebemonster und an unsere Flatterer und an unseren Patreonen und überhaupt alle, die uns hören. Das Klebemonster ist zurzeit sehr nett auf Twitter. Der tweetet, sagt man, jeden Tag in der Früh einen weisen Spruch, ein Zitat, so DK und so. Ah, das ist mir schon aufgefallen. Das finde ich recht lustig, ja. Und bitte habt ihr alle mein T-Shirt bewundert, das ist Klebemonster designt. Ja, schön. Hübsch, echt, echt, echt. Okay. Was für Datum haben wir heute? Ja, danke. Wir haben heute den 16.08.2016 und befinden uns im Innenhof 7 vom alten AKH. Treffpunkt immer Innenhof 2. Und wir haben massig Termine. Ja, und vor allem sind wir unter ein bisschen Zeitdruck, weil ich vermute, es wird doch noch regnen. Aber ich glaube, das zieht vorbei. Ich glaube, das zieht vorbei. Okay. Kommen wir zum Teaser. Mhm. Lasst uns teasern. Worüber wollt ihr heute reden? Stefan. Oh. Panoptikum. Ja. Panoptikum, okay, interessant. Also ich werde reden über Rust, einem Massive Multiplayer Online-Spiel. Survival-Spiel. Ja, ja. Genau, das waren noch so meine ersten Schritte in diesem Spiele-Genre. Und ansonsten haben wir noch ein Hörerthema, nämlich da geht es darum, wie man aus auch verschlüsselten Chat-Clients die Nachrichten noch herauskitzeln kann. Ich habe diverse Kleinmeldungen und zwei Bücher gelesen über das alte Rom und war zweimal im Kino, in Ghostbusters und in Schweinskopf al dente. Okay, kann darüber ausführlich spoilern. Ich habe mir gedacht, ich kann vielleicht darüber reden, dass ich irgendwie das geschafft habe, gemeinsam mit Stefan, mit Jekyll Octopod eine Seite aufzusetzen für meinen zukünftigen Podcast. Und außerdem versuche ich gerade Italienisch zu lernen mit diversen Apps und habe mir gedacht, vielleicht kennt sie irgendwie aus mit anderen Apps oder so. Mhm. Ja. Cool. Na dann, Teaser aus. Und beginnen wir. Termine? Termine. Halt, Moment, haben wir jetzt ein Feedback gekriegt oder nicht? Oder nur dieses Thema? Wir haben das Thema bekommen. Hätte in der Liste drunter. Ah, okay. Passt. Termine. 10. September und 11. September, Open House Wien. Das ist eine recht lustige Veranstaltung, die nicht zum ersten Mal stattfindet und ich habe zumindest einmal mir das schon gegeben, wenn nicht zweimal. Diesmal machen 80 Häuser in Wien, in die man sonst nicht einfach hineingehen kann, auf. Also es ist sozusagen Tag der offenen Tür in 80 Häusern, in die man sonst nicht reinkommt. Mhm. Um ein Beispiel zu geben, wo ich damals war, im ersten Bezirk gibt es das älteste Hochhaus Wiens. Das ist so... Der Ringturm? Nein, deutlich älter in der Wallnerstraße. Mhm. Da steht ein Ding, das man auch ziemlich weit sieht, weil es eben dort rundherum im ersten Bezirk in der Mitte sonst eigentlich nichts Größeres, Höheres gibt. Das hat also um die 20 Stockwerke und man hat super Aussicht da raus gehabt. Oben ist ein Atelier drinnen und derjenige, der das Atelier besitzt, hat halt an diesem Tag damals auch freigegeben, dass man auch durchgehen darf, durch sein Atelier auf die Terrasse raus und das war echt cool. Und das waren ein paar so Sachen, also wirklich, ich finde empfehlenswert, Gebäude, die man sich sonst nicht anschauen kann in Wien, kann man sich da anschauen. Darf man da auch fotografieren? Ist das auch was für... Wir haben überall fotografieren dürfen, ja. Super. Ich meine, das hängt natürlich davon ab, was der Guide dir sagt. Nicht? Also es war zum Beispiel auch bei mir gleich ums Eck ein alter Wiener Gemeindebau,
wo wir auch wirklich in eine Gemeindewohnung reingegangen sind aus den 50er Jahren, die praktisch nur so eingerichtet war wie damals, aber da haben wirklich Leute gewohnt noch in den Einrichtungen. Mhm. Da hat man natürlich nicht fotografiert, um die Privatsphäre zu respektieren. Ja, das ist auch ein bisschen. Aber so diese ganzen Ausblickssachen, ne, da kann man natürlich super fotografieren, das ist sehr nett. Schön, cool. 10. und 11. September ist Samstag, Sonntag. Dann Samstag, 17. September, Demo gegen TTIP und CETA. Habe ich eingetragen. 14 bis 18 Uhr, Karlsplatz Wien. Mhm. Dann das Streetlife Festival Wien, Babenberger Straße, 17. bis 18. September, 10 bis 20 Uhr. Weißt du da was dazu? Ja, das organisiert meine Schwester. Ah. Und ich habe sie letztes Jahr interviewt. Es gibt also einfach im Podcast vor einem Jahr, kann man nachhören. Und sie ist recht nett, also würde ich jetzt auch sagen, wenn es nicht von meiner Schwester ist. Es ist nämlich das schöne Gefühl, dass du halt ein Stück, wo sonst Auto fahren, Straße, wird bewohnbar gemacht. Und spricht mich an als Fuzo-Begeher. Und es ist vor allem einfach die Verlängerung von der Marie-Hilfer-Straße nach unten. Ah, ich war gleich dort. Ja, wenn du einfach da zum Ring runtergehst, dieses Stück halt. Cool. Und da ist halt dann so zwei Tage lang so Spiel und Spaß und Buben und nett. Kinder, spielende Kinder auf der Straße. Knoppigstage Weiz vom 1. bis zum 3. September. Ich gehe vielleicht hin, habe es noch nicht ganz sicher. Welche Tage? Bitte? Knoppigstage. Was ist denn das? Linux-Distribution. Mhm. Und da kommt oft der Klaus Knopper. Das ist ein persönlich. Ganz schöner Fußweg aus Wien. Ja, vielleicht fahre ich auch öfter hin. Und also ja, ist in der Steiermark? Ist in der Steiermark in Weiz. Mhm. Das hat sich der Klaus Knopper ausgedacht, dieses Knoppix. Und das ist so eine Distro, die man zwar... besonders, weil diese Distro kann man vom USB-Stick booten und dann kann man coole Sachen machen. Mhm. Und der kommt immer wieder auch nach Weiz. Ich weiß nicht, ob er diesmal kommen wird, aber er kommt immer wieder mal, weil der hat steirische Wurzeln. Der lebt in Deutschland mit seiner Frau. Ist ein ganz interessanter Mensch. Nicht nur wegen Knoppix, sondern er hat auch einige andere Sachen schon geschafft. Er hat zum Beispiel Ariadne gemacht, eine weitere Distribution, die kaum wer kennt, weil es sehr zielgruppenorientiert ist, nämlich für Blinde. Ja, da haben wir sogar mal einen Vortrag von Klaus Knopper über dieses Thema. Seine Frau in einer unserer Folgen. Genau, in einer unserer Folgen gehabt. Die Frau kommt meistens auch mit auf die Knoppix-Tage. Das ist immer ganz interessant, wenn sie da noch Vorträge hält. Mhm. Und jetzt tröpft es. Jetzt tut es ein bisschen nieseln. Tun wir uns schon? Wird schon. Oder halten wir es einfach noch mutig? Also mein Papier ist mir nicht wellig geworden. Das ist noch keine Tropfen. Das geht. Tun wir weiter, das ist der oder? Indikator, ja. Machen wir auch mal weiter. 19. August, das ist zwar eigentlich zu spät, weil es ist schon diesen Freitag, ist Critical Mass. Ach, aber ja. Ich erzähle es trotzdem. Das ist nämlich nicht nur einmalig, die Veranstaltung, sondern die ist einmal pro Monat, das ganze Jahr über. Immer am 3. Freitag im Monat, 17 Uhr. Das ist sowas Ähnliches wie das Friday Night Skating, ein bisschen anders organisiert, ein bisschen andere Motivation dahinter, aber ähnliche Variante, dass man eben durch die Stadt mit den Fahrrädern fährt in großer Gruppe. Mhm. Nachdem es auch ein Freitag ist, ja, genau, nachdem es auch ein Freitag ist, kollidiert es quasi mit, was den Tag angeht, mit dem Friday Night Skaten, nicht aber mit der Zeit, weil Critical Mass ist immer 17 Uhr bis 20 Uhr und dann Friday Night Skating ist ab 21 Uhr. Also für die ganz Harten, die können beides machen und dann 6 Stunden durchgehend Radfahren oder so, oder 5. Ja, und dann gibt es jetzt einen Google Biertaucherkalender. Steht hier. Ja, den gibt es eigentlich schon seit ein paar Jahren. Und du kriegst den jetzt. Nein, ich habe mal geschaut, wer alle berechtigt ist und außer dem Gregor sind das lauter Leute, die schon lange nicht mehr im Podcast sind, wie der Johnny oder der Florian. Mhm. Und jetzt habe ich einfach beschlossen, ich trage jetzt wieder mehr Sachen, die mich interessieren, einfach in den Biertaucherkalender rein, weil okay. Der ist öffentlich mit der Hoffnung, dass halt das dann irgendwer liest und die Termine sich dadurch besser verbreiten. Mhm. Wenn jemand interessante Termine hat, der will, dass wir einen Biertaucher-Podcast ankündigen, bitte uns einfach schreiben oder antweeten. Wir tun das dann rein. Also ich. Oder vielleicht finde ich einen. Und jetzt ringen jetzt doch hier. Also wir machen einen Location-Wechsel. Ja, machen wir einen Location-Wechsel. Soll ich das etwas so tragen? Ja. Doch mal so, oder? Jetzt bin ich bloß auf Google Wetter, da waren nur 7% Regen wahrscheinlich. Ja, so Google. Gibt's da was zum Hinsetzen? Nein, ich glaube, das wird dann eher so die Stehpartie. Dort hinten wird es wieder heller. Eine fromme Hoffnung. Na doch, ja, das weiß ich.
Es war aber nicht großflächig bewölkt, sondern wirklich nur so klein. Jetzt haben wir so eine wunderbare Halle-Ästhetik. Das wird gleich viel sakraler wirken, unser Podcast. So. Wir könnten uns eigentlich alle am Boden setzen. Ne? Geht auch, wenn ihr euch... Wasser. Ja, ich will auch nicht mehr. So, mal das Lösen aus. Nehmen wir schon wieder auf? Oder noch immer? Noch immer. Na, dann mache ich weiter mit dem Feedback. Wobei ich zugeben muss, ich habe es noch nicht gelesen. Vom Sven Hille, er hat uns referenziert einen Artikel in Golem. Ja. Titel ist Forensic Tool, Forscher stellen Inhalte von WhatsApp und Signal wieder her. Genau. Ich kann natürlich dazu was erzählen. Das ist, geht nämlich um ein Forscherteam von der Purdue Universität. Die haben nämlich auf der... Wir sitzen jetzt in einem Durchgang. Sie bleiben stehen. Komisch, oder? Keine Chance. Da redet es nicht drüber. Ich glaube auch nicht. Das kann man ja auswarten. Sollen wir pausieren? Oder? Wir können ja pausieren, ja. Ja, Sie rennen. Passt. Andere. Na bitte. Gehen wir weiter. Ja. Also da ging es um, dass Messenger abgeschöpft werden können. Genau, ein Forscherteam von der Purdue-Universität und auf der Sicherungs-, auf der USENIX-Sicherheitskonferenz, ja. Da haben sie nämlich eine Software festgestellt, die diverse Apps wie Signal, Skype, WeChat, Gmail, Facebook, WhatsApp und Telegram die Nachrichten rekonstruieren können. Nämlich mit folgendem Trick, du musst eine App installieren auf diesem Handy und der kann aus dem Arbeitsspeicher auslesen, was für Bildschirmberechnungen diese Apps durchgeführt haben. Und da fallen dann als Daten so quasi Screenshots aus von diesen Nachrichten. Und du könntest das als Messenger verhindern, indem du diesen Speicher überschreibst, was man aber so als Messenger-App nicht machen möchte, weil das natürlich sehr unperformant auf seinem mobilen Device ist. Also das heißt, es ist schon wieder das alte Katz-und-Maus-Spiel, Sicherheit und Aushebeln, das ist hier wieder in eine weitere Runde gegangen. Ja, das war es eigentlich alles, was ich zu diesem Thema weiß. Danke für den Vorschlag, ist mir heute auch aufgefallen. Ich glaube, ich habe auf Seite oder so. Ich habe ein Thema, was ein bisschen dazu passt, aber nicht wirklich und bin auch noch schlecht vorbereitet. Und zwar, es gibt ein neues Onion-Service, also quasi eine Konkurrenz zu Tor. Ah, okay. Das sich in Entwicklung befindet vom MIT, und zwar nennt sich das Riffle, also R-I-F-F-L-E. Ich habe noch nicht viel mehr gelesen als die Überschrift und die ersten Absätze und werde mich vorbereiten, das nächste Mal ein bisschen genauer zu recherchieren. Ich habe immerhin mittlerweile gefunden, es gibt einen Artikel selber vom MIT, wo sie publizieren darüber. Mhm. Nicht nur Meta-Artikel, wo drüber geschrieben wird, die sehr allgemein sind. Also das ist auf jeden Fall recht interessant, nämlich deswegen, weil sie versprechen, was eine Marketing-Aussage ist, die an und für sich sinnlos ist, 10-mal so schnell zu sein wie Tor. Weil das kann man nicht sein, weil... Das kann man so nicht sagen. Ne? Aber sie wollen halt Performance-Bottlenecks beseitigen. Das ist der Hintergrund. Ja, spannend. Ja, auf jeden Fall spannende Geschichte. Werden wir auf jeden Fall verfolgen. Und ich glaube, da werden wir sicher noch einige Mal was davon hören in nächster Zeit mit dem Riffle. Das könnte eine interessante Konkurrenz zum Tor werden. Und je mehr so Services es gibt, würde ich sagen, desto besser, weil desto mehr Protokolle müssen gehackt werden, ne? Um da reinzukommen. Da muss man erst einmal rausfinden, was das dann ist, was das erlaubt. Jupp. Ich habe so kleine Themen aufgeschrieben, aber ich würde sagen, wir haben heute einen Gast, nützen wir den aus und lassen wir viel reden. Gleichzeitig Sketchnoten reden, das ist eine gute Challenge. Ja, wir fallen dir ins Wort, dann kannst du wieder zeichnen. Über was ich reden wollte, also ich habe ja schon länger geredet, dass ich mal selbst podcaste und wie es ausschaut, bin ich jetzt wirklich voll dabei und
das liegt nicht unerheblich am Stefan, der mir geholfen hat, mit seinem Deckel abgefahrt die Seiten zu machen. Also ich habe vorher noch nie wirklich mit Programmieren ernsthaft beschäftigt und jetzt habe ich immer nur den Eindruck, dass ich einfach nur irgendwelche Tutorials betreue oder so übereinander klicke, aber es schaut schon ganz gut aus. Ja, also die Seite ist schon online sozusagen? Nein, leider nicht. Die scheint dann nämlich da, dass es online steht, aber so intern, weil mein Server mir immer wieder geschafft hat, dass das bei meiner Kommandozeile dann so läuft, dann schaut es schon gut aus. Aber die Planung ist so weit, dass in der Woche eigentlich nur online geht wird. Und weißt du schon einen Namen von deinem Podcast oder ja, ein Thema? Ja, das ist Lieblingsplätzchen hast du ja. Also gibt es da schon... Mit einem Umlaut E. Nein. Ich glaube, ich habe das so mit Umlaut. Also mit AE, du meinst, okay. In der Zuckerbäckerei wäre schon AE. Mhm. Also die URL wäre dann Lieblings-Plätzchen mit AE.com. Mhm. Und bei Twitter und Instagram und Facebook gibt es noch als Lieblingsplätzchen, weil das nämlich sonst zu lang ist. Mhm. Und kannst du vom Konzept schon was sagen? Ja, das Konzept habe ich eigentlich sogar schon mal auf der Republika kurz gepitcht. Da bin ich nämlich von den Podcast-Partnern in Beschlag genommen worden. Und der Plan ist, dass ich für jede Episode einen Gast oder Gästin nehme und mit dem zu dessen Lieblingsplätzchen vorerst einmal in Wien gehe, um mir mehr über die Person und das Plätzchen erzählen zu müssen. Also vor Ort? Vor Ort. Also so keine Studioaufnahme, wirklich ganz Podcast-mäßig. Mhm. Und am Ende, da hat mich Ines Häufler vom Podcast-Meetup Österreich draufgebracht, ist mir dann letzter, die hoffentlich mein Gast, meine Gäste mitbringt, weil ich kann ja nicht die Verbindung zur Zuckerbäckerei meiner eigentlichen Internetheimat probieren. Also soweit das Konzept. Es gibt schon Nullnummer, aber das ist einfach nur das, was ich jetzt auch gerade erklärt habe. Okay, dann erklärst du einen Podcast. Und also die erste Folge soll halt aufgezeichnet werden, übermorgen Stefan als Gast. Oh. Oh. Hab ich die Ehre. Spannend. Kannst du Plätzchen kochen? Nein. Musst du Balkola Butterkeks mitnehmen? Es wird so in die Richtung ablaufen. Die Regel habe ich erst vor einer halben Stunde erfahren. Ja. Weißt du, sonst hätte ich dir nicht als Gastgeber, denke ich. Ja. Und suchst du noch Gäste oder ist das ein Aufruf, dass man sich bei dir melden kann? Ja, gerne. Also ich habe mir gedacht, ich klappert jetzt einfach nochmal alle Leute, die einen Podcast dann so in echt kennen, ab und dann schauen wir weiter. Aber du bist interessiert an Leuten, die möglichst im Raum Wien einen Lieblingsplatz haben, über den sie dir erzählen wollen. Weil der Nebeneffekt von dem Podcast wird sein, dass ich Wien ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Okay. Weil ich ja erst seit letztem Oktober da bin und ja. Ja, und was ist, wenn ein Lieblingsplätzchen irgendwie die Punkbar in der Arena ist oder so? Also, das wird dann Südosttangente. Ja, da muss man was einfallen lassen. Ja, das ist aber interessant. Das habe ich noch Sounds, nicht bedacht. Ja, vielleicht Sounds, ein bisschen aufnehmen drinnen und dann in der Nähe davon podcasten oder so. Ja. Aber spannend, ja. Mal schauen. Cool. Und hast du da Podcast-Vorbilder, wie du auf die Idee gekommen bist? Oder bitte? Hast du da einen Vorbild-Podcast, also der so ähnlich ist und wenn du sozusagen kopieren willst, oder ist das alles? Also die Ereignis? Idee so war irgendwie schon, ist mir schon selber gekommen. Im Nachhinein habe ich allerdings ein paar gefunden, die genauso was machen. Also, die haben deine Idee vorausgeklaut sozusagen. Ja, ich weiß nicht. Also durch die Gegend zum Beispiel, kennst du 4000 Hertz, das Podcast, wie immer sich das nennt. Mhm. Die haben einen Podcast, der heißt durch die Gegend und da geht halt, ich habe leider den Namen von dem Gastgeber vergessen, aber der nimmt sich halt immer einen Gast. Meistens sind das berühmte Leute, also zum Beispiel Marina Weißmann von den Piraten oder der Stefan Niggemeier, falls du den kennst von den Medien, mit denen ist er halt dann spazieren gegangen. Und also nicht an einem Ort, sondern einfach zu spazieren. Cool. Ja, bleiben wir gespannt, hoffentlich bald online. Ja. Ach, mehr Podcasts, das freut mich. Haben wir nicht ganz abgesprochen. Dafür was von der Vorgeschichte erzählen, wie wir da so gewerkt haben? Ja, sicher. War sehr lustig. Ich habe eine lustige Geschichte auch gehabt, wie ich die Jana ein bisschen näher kennengelernt habe. Wir waren nämlich nach einem Podcasting-Meetup in einer Bar und in meiner üblichen Art habe ich da doziert über künstliche Intelligenz dem Daniel Messner gegenüber, der ja in der Wiener Podcasting-Szene ein Begriff ist, über einen Artikel über künstliche Intelligenz, den haben wir eh mal auch schon verlinkt im Podcast und werden wir auch wieder verlinken. Ja.
Und das Peinliche dran war nur, mir ist nicht einmal mehr eingefallen, von wem der Artikel eigentlich war. Das ist der Wait But Why. Ah, okay. Und ich rede groß, langmächtig, breit. Und auf einmal kommt so eine kleine junge Dame daher und sagt, so von der Seite, ja, wenn dir der Name nicht einfällt, das ist der Wait But Why. So wie sie kennengelernt haben. Schau ihn an, du dozierst da, ja genau, du dozierst über künstliche Intelligenz. Und sie gibt da gleich Beton, das ist ein guter Anfang. Naja, aber zum Thema künstliche Intelligenz kennst du vielleicht besser aus. Ich habe nur zufällig das gleiche gelesen. Und jetzt hat sich eben die Gelegenheit ergeben, mit ihr ein bisschen was zu arbeiten. Das haben wir da jetzt gemacht einen Tag lang. Und ich kann nur sagen, wer die Gelegenheit hat, mit der Jana zu arbeiten, macht viel Spaß. Sie ist super geduldig und super konsequent. Das ist ein sehr angenehmes Arbeiten. Ja, also ich kann das nicht zurückgeben. Aloha hätte ich niemals in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwas mit Jekyll Octopod mache. Ich hätte halt versucht, nochmal WordPress zu installieren, so wie meine Zuckerbäckerei auch ist, und dann das so zu machen. Aber insgeheim ist es vielleicht gar nicht schlecht, weil jetzt lerne ich vielleicht doch programmieren. Also. Und heute hat sie schon die ersten zwei Fehler drinnen gefunden, die wir ausgebessert haben. Daraufhin gibt es jetzt eine neue Version, die der Originalentwickler, der Patex, den wir auf die Art und Weise auch wieder grüßen, gleich geliked hat. Also wir sind da voll international wieder unterwegs. Da geht's auch. Apropos WordPress, Jana, hat dein Podcast irgendeinen Zusammenhang mit deinem Blog? Du bloggst ja schon seit Jahren sehr fleißig und regelmäßig. Naja, der einzige Zusammenhang ist der, dass es am Ende Plätze gibt. Aber nachdem ich blogge seit Oktober 2009 und mir ist nicht, dass mir es langweilig wird mit der Zuckerbäckerei und werde da bestimmt die hohe Postfrequenz beifetten, aber ich kann da mal was anderes machen. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, mein Podcast geht in eine andere Richtung als Foodblogs. Wobei in der Zuckerbäckerei ja jeden Sonntag sowieso alle Links, die ich cool finde, habe, nicht nur irgendwelche, die was mit Kuchen zu tun haben. Ah, das ist übrigens auch noch ein Feature von meiner Podcast-Seite. Es gibt den, ich weiß noch nicht wann, also irgendwann einmal in der Woche auch meine Lieblingspodcasts der Woche dort. Also du podcastest über deine Playlist sozusagen, was du gehört hast. Also so weit noch nicht, aber ich schreibe es zumindest auf. Also man kann es als Feed abonnieren. Okay. Also nicht im gesprochenen Wort. Janas Lauschempfehlung. Ja, so ungefähr. Weil ich das total wichtig finde, dass man irgendwie Podcasts weiterempfiehlt, weil anders kann man Podcasts zurzeit nicht so recht finden. Stimmt, das ist ein Verzeichnisproblem. Da gibt es schon einige Anlaufstellen, aber so wirklich befriedigend ist das Ganze nicht. Und da wirst du spezielle Folgen auch oder einfach nur so generell die Podcasts? Na, eher einzelne Folgen. Okay. Also es gibt so ohnehin auch Seiten, wo alle Podcasts, die ich her einigermaßen regelmäßig aufgeführt habe. Ich glaube, für die Listen habe ich ungefähr 2 Stunden gebraucht. Die ist echt lang. Aber so halt wirklich aktuell, alles, was ich jetzt so her. Ja, cool. Dann lege ich ein Ei. Ja, mach das. Ein bisher umgelegtes Ei, also ich habe noch nicht in der Öffentlichkeit darüber geredet, aber jetzt verpflichte ich mich quasi dazu, es dann auch zu tun. Ich arbeite das gedanklich seit ein Dreivierteljahr am Projekt, habe immer wieder auch mit Leuten darüber geredet und jetzt wird es dann langsam Zeit, jetzt beginnt die Entwicklung. Also das Projekt gibt es jetzt einmal als Softwareprojekt und so weiter. Okay. Und das Ding heißt Panoptikum. Ach, wow. Deswegen habe ich vorher Panoptikum gesagt. Und Hintergrund ist das, was du zuerst gesagt hast, und passt mir so schön rein, dass das Discovern von Podcasts nicht so wirklich elegant geht zurzeit. Ja. Es gibt zwar dazu auch ein paar Projekte, also zum Beispiel das Feed.de, die Podcast-Suchmaschine, die habe ich mir letzter Zeit ein bisschen genauer angeschaut, da gibt es nämlich auch einen relativ ausführlichen Podcast drüber. Nur weiß der ich nicht mehr wo. Ist vom Anerzähler, oder? Ist das mit der gleiche? Das ist der gleiche, genau. Ja. Okay. Aber wo der Podcast war, weiß ich nicht. Hast du den gehört über das Feed? Der Pritlaff hat ihn irgendwo interviewt, aber wo weiß ich nicht mehr. Vielleicht beim Lautsprecher? Nein. Ja, genau, beim Lautsprecher. Die letzte Folge vom Lautsprecher. Das ist ein Podcast über das Podcasten. Mhm. Also den können wir auch verlinken. Und da hat er darüber erzählt, also es ist eine Podcast-Suchmaschine. Man kann Podcasts eintragen, also wir haben uns da auch eingetragen. Okay. Und wir jetzt als Biertaucher, oder? Ja, also ich uns als Biertaucher. Super. Und es ist wirklich eben quasi eine Suchmaschine. Also man kann einen Suchbegriff eingeben im Suchinterface, also wie bei Google, und dann kommt
eine Liste zurück von Sachen, wo dieses Stichwort passt. Zuerst einmal Podcasts und nachher dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, einzelne Episoden von Podcasts. Also ja, der tut die Shownote-Seiten parsen? Oder? Der parst die Feeds. Ah, die Feeds, okay. Und, es hat einen Sinn, dass wir Feed machen. Ja, also ja, das ist natürlich nur das drin, was im Feed jeweils drinnen ist, aber da gibt es ja auch Stichwörter und all diese Geschichten. Ist das die Suchmaschine von der Hörsuppe? Ist das die? Nein, oder? Weil die es ist, einmal es ist daraus entstanden, soweit ich weiß. Okay, das ist vielleicht so ein Nachfolge. Aber die Hörsuppe ist nicht der gleiche Mensch wie der vom Feed, oder? Okay. Es ist oder der Herr Bednarek. Aha, das weiß ich. Anerzähler ist von einem Dirk Grimms, glaube ich. Aha, na, dann habe ich jetzt was falsch gesagt. Der Bednarek ist es. Okay. Das kann ich dachte, der ist das. Gut, habe ich verwechselt. Ja. Irgendwas verwechseln wir da. Müssen wir aufräumen. Müssen wir aufräumen, wer das genau ist. Nichtsdestotrotz, also das, es ist auch für mich aus diesem relativ langen Podcast, also ich glaube, Sie reden 2 Stunden über dieses Feed-Projekt, hervorgegangen, dass der 2 sehr bemüht ist. Aber also ich fühle mich auf der Feed-Webseite nicht wirklich wohl. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da suchen will nach Themen. Ich habe ein bisschen gesucht, aber ich habe nicht so mich wohl gefühlt. Und das ist aber jetzt schon im Laufe der letzten Monate entstanden, wo ich über das Projekt schon, das ich im Kopf habe, schon relativ lang nachgedacht habe, wie ich mir diese Sache vorstelle. Ich stelle mir es eben ganz anders vor als eine Suchmaschine, so etwas. Ja. Und zwar, es war damals auch eine Suchmaschine, sie hat nur ganz anders funktioniert. Für die Älteren unter uns, der Hauptinspirationspunkt für mich war Yahoo. Yahoo? Das war und keine zwar, human-editierte Suchmaschine da. Ne? Ja, zumindest also, zu Teilen. Leute gegeben, die so Listen gepflegt haben. Jop, aber das vor allem für mich das Spannende war, dass es eine Kategorisierung gegeben hat. Also man hat auf der Startseite nicht unbedingt gleich einen Suchbegriff eingegeben, sondern man hat Kategorien gehabt und hat da so einen Drilldown machen können. Also im Prinzip eine Baumstruktur, wo man sich dann auf die Webseiten runter hat arbeiten können. Dieses Konzept hat sich insofern dann überholt, weil es einfach zu viel Inhalte im Internet gab, als dass da alles Relevante hinein hätte können. Aber das war die erste Suchmaschine, mit der ich gearbeitet habe. Das war so eine Yahoo. Und das nächste, der Astronaut. Nicht der Astronaut und nicht Alta Vista, das kam dann alles später. Astronaut war eine ganz heiße Suchmaschine. Und dann gab es österreichischen Background. Da gab es auch dann so Meta-Suchmaschinen und so weiter, aber das war schon dann danach. Sondern es war eher eigentlich damit ein Verzeichnis, auf das will ich hinaus. Das heißt, mein Gedanke ist auch weniger eine Podcast-Suchmaschine, sondern eher ein Podcast-Verzeichnis. Ja, aber wer pflegt das dann? Machst du das dann so wie Wikipedia, dass man jeder da beliebige Podcaster beschlagwortet? Oder so? Das ist nicht der primäre Ansatz. Die Idee, die dahinter wäre für mich, ist, dass das nicht nur meine Idee ist und mein Projekt ist, wo ich da Sachen reinstopfe, sondern dass das in Richtung, wie es heißt, heutzutage so schön heißt, Community-Driven geht. Drum wäre ich zum Beispiel über so Leute wie Diana froh, wenn sie mir ihre Podcast-Listen dann zur Verfügung stellt oder an der Sache sogar mitarbeitet, dass da Sachen hineinkommen, die eben gut sind. Ich habe eigentlich nicht vor, dort jeden Podcast, den es weltweit gibt, weil solche Podcast-Verzeichnisse gibt es auch. Das ist ein bisschen schon das Feed fast, weil der hat auch alte Datenbanken oder bekannte Datenbanken reingenommen und damit alles reingehaut. Also du willst sozusagen menschlich editierte Empfehlungslisten haben? Ja. Also kuratiert quasi. Wie kuratiert, sagen, wobei wir Podcast-Hörer haben einen Kuratierungsmechanismus eigentlich schon, den wir nur kaum verwenden. Das sind unsere OPML-Dateien. Also, wir hören ja, die meisten von uns hören Podcasts über irgendwelche Podcatcher und diese Podcatcher, da trägt man ein, welche Feeds man jetzt alle hört und als Backup ist die Möglichkeit eigentlich bei jeder von diesen Apps, dass man die Liste der Feeds sozusagen exportiert und so eine Datei nennt man eine OPML-Datei. Wenn man also Leute findet, die bereit sind, ihre OPML-Dateien zu spenden, die sich also einen Account annehmen und ihre OPML-Datei spenden, dann kann man herausfinden, welche Podcasts quasi zusammengehören in einem gewissen Sinn interessensmäßig. Vielleicht nicht unmittelbar, weil man den Menschen also unterschiedliche... Facebook für Podcast-Feeds haben. Also ein Social Graph bauen über Podcasts. Zum Beispiel. Also das geht in die Richtung eines Social Graphs, aber den sehe ich bei Facebook in der Form nicht Nein, ich meine Facebook als Metapher für das Übles mit Daten anderer Leute.
Ja, was nicht. Eine positive Auffassung ja, dieser genau, ganzen Geschichte. Ja. Wenn der Stefan ja was macht, das ist nicht so ein kleines Imperium des Bösen. Das ist dann gleich durchorganisiert. Also so ein bisschen ist jetzt schon rübergekommen, also die Hoffnung, dass Leute bereit sind, ihre OpenML-Dateien oder ihre Feeds, in welcher Form auch immer, zur Verfügung zu stellen, ihre Feed-Listen zur Verfügung zu stellen, sodass man dann auf die Art und Weise partizipieren kann, im Sinne, Leute, die Ähnliches hören wie du, hören auch gerne das und das und das. Welcher unsympathische Großkonzern macht mir genau diese Vorschläge immer? Erinnere mich ein bisschen an das Konzept von Amazon. Nein, von Cheap oder .net, kennst du das? Also die Online-Version. Dort fühle ich mich online nicht so wirklich wohl. Ich auch nicht. Ich war eine Zeit lang dankbar, dass ich gleich meine OPML-Datei sozusagen dort im Netz hatte, irgendwie verfügbar. Aber es hat nicht gescheit funktioniert. Ich habe eine Zeit lang Tenapod verwendet. Aber du kannst ja aus dem dann so Hitlisten machen mit, welcher Podcast am meisten das gehört wird und eben so Social Dings. Das Ganze hat unheimlich viel Potenzial, dann auch weitergehen zu so Sachen wie, du könntest Episoden liken und auf die Art und Weise dann rausfinden, welche Episoden besser angenommen werden, weniger gut. Da ist sehr viel Potenzial dann dahinter. Ja. Ich will jetzt auch nicht noch länger schwafeln. Ich glaube, ich habe schon genug geredet. Ich werde euch immer wieder damit bedrängen. Was ist das Geschäftsmodell oder machst du das rein? Das gibt es noch nicht wirklich. Auf lange Sicht gesehen könnte man durchaus vorstellen, also ich habe ein paar Ideen dazu, aber ich habe noch nichts genauer ausgearbeitet. Die Software, die ich schreibe dazu, wird ziemlich sicher Open Source sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Daten da drinnen Open Source, also offene Daten dann sind. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Ideen zu Geschäftsmodellen. Ja. Und vielleicht noch ein Anreiz an eher die Leute, die weniger am Podcasting interessiert sind, sondern eher am Programmieren. Ich möchte ein bisschen neue Wege gehen, was das Programmieren angeht. Bisher war ich so auf der objektorientierten Welle unterwegs mit Ruby und Rails und so weiter. Und das wird jetzt gehen in Richtung funktionales Programmieren und das heißt Elixir und Phoenix. Das heißt, wenn jemand erfahrener Programmierer ist und jetzt Lust hat, was Neues zu lernen, aber es kann auch durchaus sein, dass sich jemand da vollkommen neu reintigert, ist es eine Chance, was Neues anzufangen und was Neues sich anzuschauen. Und man kann damit Spaß haben. Und es ist eine ziemlich coole Technologie, die viele Sachen, die ich vorher beschrieben habe, ermöglichen kann. Ja, ich glaube auch, dass das Thema wahnsinnig viel hergibt und so. Also ich habe beispielsweise so Kommentieren von einzelnen Shownote-Themen sozusagen, dass man da gleich einmal so direkt an gewissen Stellen kommentieren kann und so. Das fände ich zum Beispiel sehr praktisch. Aber ja, steckt viel drin und bin ich gespannt, was da rauskommt. Ja, cool. Weitere Infos folgen. Ja, ich habe gespielt, kann ich euch erzählen. Einwerfen. Ich bin ja sonst eigentlich eher so der Spielertyp, der alleine spielt, am liebsten auch die anderen rausschickt, weil ich so schlecht spiele. Du hast die Multiplayer. Ja, ich komme zu 64. Und jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben so wirklich länger für, weiß ich nicht, 5 Tage, 6 Tage hintereinander ein Massive Multiplayer Online Game gespielt. Nämlich das Survival 3D Ego Game namens Rust, also R-U-S-T geschrieben. Und das war da im Humble Bundle dabei. Und dann, das war eben das Survival Humble Bundle. Und das ist 2013 rausgekommen und ist jetzt noch immer Alpha. Es ist irgendwie bei Steam unter Early Access irgendwie zu haben. Und ich habe auf Wikipedia gelesen, es hat gemischte Kritiken, es ist durchaus, glaube ich, ein eher geschmäcklerisches Spiel, gefällt nicht jedem und ist vergleichbar, also sie vergleichen es drinnen mit Titeln wie hat das geheißen, H2Z oder HZ, es gibt so ein Zombie-Survival-Game, wo auch ganz viele Leute miteinander spielen, aber es hat einen sehr stärkeren, so ähnlich eben wie Minecraft, einen Crafting-Einschlag. Also es geht darum, dass man Dinge macht. Und man startet, indem man sich einmal an einem Server anmeldet. Da gibt es halt so eine Liste von Servern, wo man sich immer anklicken kann. Da haben wir uns zuerst so den offiziell bestbesuchten genommen, namens Frankfurt 1. Und da wird man als nackter Mensch, man weiß nicht, ob man Frau oder Mann ist, als nackter Mensch auf eine Insel geworfen und schläft dort irgendwo, Zufall, irgendwo auf einem Gelände. Ja. Und da kam auch schon die erste Menscheninteraktion, wir stehen auf und eine nackte Frau kommt auf uns zugelaufen und schlägt uns mit einem Stein in den Kopf ein. Und
Der erste Teil vom Satz war noch nett, der zweite nicht mehr so. Es wird mir langsam klar, warum du deine Wohnung ungern verlässt. Das war so der erste menschliche Kontakt in diesem Spiel. Also, das erste. Du hast gespielt das Ganze in Ego-Shooter-Grafik, also in Ich-Perspektive, also und das Ganze hat so nicht wie Minecraft so eine Block-Glötzchen-Grafik, sondern eher, so eher... eher realistisch, wobei die Menschen, die anderen sind nur angedeutet. Ja. Ah, okay. Und die Texturen, da hast du vollkommen recht, ich meine, wir haben eine ältere Maschine, aber das ist schon... Also man kann schon sagen, es ist recht hübsch realistisch dann auch gestaltet. So wie man es von besseren Ego-Shootern gewöhnt ist, also mit richtig. Pflanzen, die im Wind wehen, glaube ich sogar, oder? Ja, ja, und Tierleben und es gibt Gebäude, die nicht nur selbst gebaut sind, sondern es gibt so verschiedene, also es gibt Wald, es gibt Wüste, es gibt kleine Seen, es gibt ein verlassenes Atomkraftwerk, okay. Das nennen sie die Community Red City, da gibt es da auch Strahlung und so. Und naja, beim zweiten Mal aufwachen waren Gott sei Dank kein Mensch in unserer Nähe. Und wir haben ein bisschen länger überlebt und du hast am Anfang einen Stein und eine Fackel. Der Fackel kannst du dich verteidigen oder halt, wenn es Nacht ist, Licht machen. Die brennt auch. Die brennt auch, die okay, kannst du anzünden. Und mit dem das heißt, du hast dann, ist interessant, du hast dann ein Feuerzeug oder du hast nur eine Funktion einschalten. Hier, das okay, wird nicht näher erklärt, genau. Also das mehr Licht. Das merkt man auch. Also diese Crafting-Sache oder so, ganz genau darf man da nicht hinterfragen, da ist sehr viel Mechanik dabei. Und mit diesem Stein kannst du am Anfang Bäume, also entweder andere Menschen, aber die möchte ich ja eher vermeiden, oder aber auf Bäume einschlagen oder auf andere gewisse Steine. Und da baust du Holz ab und dann baust du Stein bzw. Erze und solche Sachen ab. Und wenn du schon mal zum Beispiel Stein und Holz hast, dann kannst du dir zum Beispiel eine Steinhacke bauen. Und mit dieser Steinhacke, da kannst du schon besser Holz hacken. Dann kriegst du mehr Holz in kürzerer Zeit. Ah, okay, eine Steinaxt. Also. Genau, eine Steinaxt, okay, genau, richtig. Ja, ja. Oder, und du kannst dasselbe natürlich für ein Steinbearbeitungsinstrument kannst du natürlich auch craften. Mhm. Und so entsteht so ein Crafting-Baum. Du kannst also mit der Zeit, mit den Rohstoffen immer mehr und komplexere Sachen bauen. Und es geht dann halt in die Richtung, dass du dann am Ende dir ein kleines Häuschen oder wie manche Leute gigantische Riesenfest baust. Und das, dieses Bauen ist dann so in Klötzchengrafik oder hast du nur so vorgegebene Konstrukte, die dann plötzlich funktionieren? Du hast Mauern. Du hast so Vierecke und Dreiecke und da kannst du dir Mauern bauen aus Holz oder Stein oder Metall. Also kannst du schon beliebige Grundrisse dann bauen? Es gibt ziemlich abgefahrenes Zeug, was du da bauen kannst. Das siehst du auch. Ja. Und ich nehme an, Physik ist auch irgendwie drin. Du kannst ja, also es wird ja dann, wenn du ein Gebäude baust, was jetzt nicht toll abgesichert ist, dann zeigst du ein Prozent an, wie stabil dieses Gebäude ist. Also du kannst nicht beliebige, unlogische Gebäude bauen. Du kannst keinen schiefen Turm bauen. Und sie haben in diesem Survival-Faktor halt ziemlich stark drinnen. Also du kannst, also abgesehen vom Gebäude, du kannst dir, ein Lagerfeuer ist natürlich ganz wichtig, du kannst dir dann natürlich auch einen Ofen, damit du Eisen schmelzen kannst und Erze schmelzen kannst, einen Water Purifier beispielsweise, mit dem du Wasser wieder aufbereiten kannst. Du kannst einen Kübel bauen, aus dem Kübel kannst du dir auch einen Helm bauen, ist auch praktisch. Aber der Nummer 1 Survival Skill der menschlichen Rasse, dass dich mit anderen Menschen zusammenschließt und die... Es gibt's. Es gibt's, aber es ist halt trotzdem immer Dystopie, wie man es auch nimmt. Also ein ganz creepy Erlebnis, was wir gehabt haben beim zweiten Spiel, wir laufen dann halt so mit unserem Stein in der Hand, wussten noch nicht, was wir mit diesem Stein machen sollen. Und dann haben die, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, anscheinend eine Sprachfunktion eingebaut. Also man kann sich auch in diesem Spiel miteinander unterhalten. Und dann kommt jemand so, hackt vor sich, friedlich vor sich hin und wir laufen mit dem Stein in der Hand so zu ihm hin und er fragt uns, Friend! Das Friend hast du gehört. Ja, das war dann direkt aus dem Lautsprecher. Du speak English. Ah. Ja, und wir haben halt, wussten jetzt nicht, Mikrofon haben wir nicht angesteckt gehabt, wie das Chatten geht, war jetzt auch noch nicht so klar. Und wir wussten auch nicht, den Stein wegzustecken. Er war ein bisschen, ganze 5 Sekunden war er geduldig, dann hat er uns umgehabt. Also das war's. Und wenn du stirbst, ist es halt, wirst du wieder auf einem zufälligen Punkt ausgesetzt und verlierst all deine Ausrüstungsgegenstände, das heißt, du musst mit dem Stein anfangen. Aber es gibt auch die Mechanik, dass du, wenn du ein Häuschen eingerichtet hast, dass du dir drinnen einen Schlafsack reinbaust und dann kannst du, wenn du stirbst, in diesen Schlafsack wiedergeboren werden und hast dann die Sachen, die du in den Truhen hast. Weil das, was du bei dir getragen hast, zum Sterbezeitpunkt, das ist dann unauffällig weg. Mhm. Ja, glaubt man so. Wir haben uns ein Häuschen gebaut mit einer Tür und einem Schloss und mit einem Schlüssel. Ja. Sind rausgegangen, sind von einem Bären gejagt worden und gestorben.
haben und haben uns in diesem zugesperrten Häuschen, in diesen Sleeping Bags immer aufgewacht, um drauf zu kommen. Wir haben keinen Schlüssel für dieses Tor mehr. Das heißt, ihr habt es euch in eurem Mausoleum hängen. Ja, wir haben versucht, irgendwie uns rauszuarbeiten. Der Bär hat von draußen gekippt. Mit verstärktem Holz, da hätten wir 100 Jahre gebraucht, um uns da wieder rauszuarbeiten. Kein Taschenmesser drin oder so. Hütet euch vor Türen mit Schlössern. Deswegen viel besser Schlösser mit Zahlenkombinationen. Und was mir auch halt, was für mich neu war, also ich habe das schon von World of Warcraft und ja, so, man hört es, aber wenn man es dann spielt, kriegt man dann eher ein Gefühl dafür. Wir waren dann nicht nur auf Frankfurt 1, das war vollkommen überlaufen, wir sind laufend gestorben auf einem österreichischen Server, rusna.crew.at heißt der, ja. Und das sind, weiß ich nicht, 30 Leute und das ist eine große Karte und man läuft sich nicht so oft über den Weg. Und wenn man dann so ein bisschen mitliest, dann kriegt man schon so mit, wie die Leute, also da kommen immer, man lernt dann schon die Nicks der Leute kennen von dem und wie sie sich unterhalten. Also zum Beispiel, ich habe dann mitbekommen, wie sich einer beklagt, dass man soll sich hüten vor den Nackerten, weil die haben nichts zu verlieren und die greifen einen auf alle Fälle an. Das ist schon mal ein weiser Rat gewesen, die irgendwie. Und die haben dann sich dann auch so Spiele verabschiedet, zu Spielen verabschiedet. Also ein Spiel im Spiel. Ja, also sie haben sich anscheinend, das habe ich so rausgelesen, irgendwo auf dieser Insel einen riesigen so Mad Max Käfig gebaut, ja, und verabreden sich zu einer Zeit und waffen dann. Ja, die sind dann wahrscheinlich schon angezogen, die sind wahrscheinlich, man kann sich dann auch Kleider machen. Also das, da ist man dann so richtig stolz. Also dieser Crafting-Stolz, wenn man zum ersten Mal irgendwie eine Holzrüstung hat oder irgendwie einen Lederhandschuh trägt und nicht mehr nackert mit einem Stein durch die Gegend läuft. Also das ist auch das Spannendste. Dann bist du der Held vom Mad Max Käfig. Ne? Genau, und die haben sich verabredet, die Waffen, die darf man nicht mitnehmen, die gibt es dort in Kisten und dann kämpfen sie da irgendwie anscheinend. Und es gibt schon auch freundliche, also teilweise, die sind da wahrscheinlich auch so in Art Gilden zusammengeschlossen und die bauen dann halt riesige Konstrukte dort. Also so ein bisschen wie dieses EVE Online, dass du ein Universum hast und die Leute dürfen sich selber das Spiel ziehen. Ja, richtig. Und da gibt es schon freundliche Nachbarn, aber es gibt ja noch immer so Sätze wie Why are you killing me? I'm your neighbor und so, das kommt halt immer wieder vor. Also diese menschliche Brutalität schlägt halt immer wieder durch. Ja, und war aber halt auch irgendwie dann so nach 3-4 Tagen, wie wir das gespielt haben, dann ist es eigentlich auch nett, irgendwie so der Chat ist jetzt nicht aufdringlich irgendwie drinnen, sondern das heißt immer so 3-4 Satzeln und die reden jetzt auch nicht super viel. Ich glaube, die haben auch einen Teamspeak-Server, also die werden sich auch so verbal unterhalten. Und das hatte eigentlich eine ganz gemütliche Atmosphäre. Und wie gesagt, ich konnte dann schon verstehen irgendwie, wenn man die ersten Tiere erlegt hat und sich anziehen konnte und vielleicht einmal eine Feuerstelle hatte, das war eigentlich das Spannendste. Weil das ist noch die Phase, wo es ziemlich gefährlich ist, dass du halt jederzeit stirbst. Und dann hast du aber dann irgendwann einmal so die Phase erreicht, da kannst du schon irgendwie pflanzen, Sachen, da hast schon eine eigene Festung und so, dann wird es stabil und da verliert mich das Spiel. Also für mich ist es ja immer noch so anscheinend irgendwie, ich brauche einen Anfang und ein Ende, irgendwie dann das auf ewig dort mitspielen, das glaube ich wäre nichts für mich. Wolltest du nicht König vom Server werden? Ich habe keine Zeit, muss ich nicht sofort arbeitslos melden, glaube ich, damit ich da irgendwie was aufholen könnte. Also keine Gefahr, ein ewiges Time-Sink zu werden? Nein, für mich überhaupt nicht. Nein. Also das motiviert mich dann zu wenig, dieses Beisammensein. Das Ganze war unter Linux spielbar? Oder? Es gibt einen Linux-Client, wir haben es allerdings unter Windows gespielt, aber ist unter Linux auch spielbar. Und wie gesagt, war durchaus ein interessantes und ja, sehr eigenwilliges Spielerlebnis. Das klingt lustig. Das war draus. Spiele, du hast das letzte Mal nach dem Podcast so ein bisschen noch erzählt, du gehst jetzt heim und spielst am C64 wieder ein bisschen was. Ja. Hast mich damit ein bisschen inspiriert, zwar nicht zu spielen, aber wieder zu recherchieren und zu wühlen in alten Gedanken. Ich habe auch ein C64 gehabt. Und was mir so gefallen hat, ist die Musik damals. Also das ist jetzt bekannt so unter Chiptunes-Musik oder sowas in die Richtung. Und da findet man auch einiges. Und eine Sache davon werden wir verlinken, die ich wieder gefunden habe, die ich unheimlich gerne gehört habe. Das war das Final Synth Sample von Rob Hubbard.
nicht vom Ron Hubbard, also keine Gefahr. Es geht nicht ins Religiöse, sondern das ist so einer von den berühmten Musikern gewesen oder Komponisten gewesen in der C64-Szene, neben dem Chris Hülsbeck, der war ja auch so ein Klassiker. Der große Chris Hülsbeck. Das war der Deutsche, nicht? Und der Rob Hubbard war da, ich glaube, der Engländer dazu oder Amerikaner, bin ich ganz sicher. Und von dem gibt es dieses Final Synth Sample, habe ich jetzt gefunden auf YouTube. Das, ein Spezifikum vom C64 war, dass er, der Soundchip, der da eingebaut war, immer nur 3 Töne parallel ausgeben können. Das ist ja relativ wenig, also 3-stimmig polyphon zu sein, und dennoch haben die Sachen gut geklungen. Und dieses YouTube-Video stellt diese Songs dar. Das sind 7 Songs, so geht es ein bisschen in Richtung Hillbilly, Country-Musik und so weiter, so fröhliche Geschichten. Bin wieder voll in das reingekippt, habe es jetzt schon am Handy. Weil die Handy-Lautsprecher klingen ungefähr so schlecht, wie damals der C64er geklungen hat. Das passt ganz gut daher dazu. Und muss jetzt immer grinsen, wenn mich mir anruft, weil ich wieder erinnert bin an die alten Zeiten und so weiter. Das ist ganz nett. Und da wird eben visualisiert in diesem YouTube-Video diese 3 Stimmen. Und ich habe dann rausgehört, oder rausgeschaut, dass die meiste Zeit von den 3 Stimmen auch nur 2 verwendet werden. Und nur dann, wenn es so nach Chor klingen soll, ist es die 3. Also was die Komponisten damals drauf gehabt haben, ist echt cooles Zeug. Also wer Lust hat, so Chiptunes-Musik zu hören, da kommt ein Link in die Shownotes. Final Synth Sample 1. Ja, also ich habe auch immer gern den Mendex of Noise gehört. Das war auch so eine, ich weiß nicht, wie viele das eigentlich waren, aber von denen sind auch viele C64er Stücke, die ich sehr gerne mochte. Und der C64er Soundchip hat ja eine Besonderheit, weil er nicht zu 100% digital ist, sondern noch den Sound auf analoge Weise herstellt. Ich habe das nämlich mal gehört. Es gibt, wenn man sich für Chris Hülsebeck interessiert, kann man sich ein paar Folgen anhören von den Spieleveteranen. Da ist er nämlich, glaube ich, ein oder sogar zweimal zu Gast. Und da erklärt er das auch, dass es eigentlich viel mehr Spaß macht, auf dem C64er wirklich einen Sound zu machen, weil das halt dann auch wirklich einen eigenen warmen Klang hat, so als Instrument. Ja. Und ich habe auch viele Erinnerungen, also von vor allem Spielen. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals auch teilweise so diese Jump'n'Run und Happy Peppy und traurige Musiken auf Kassette aufgenommen. Ja? Vom C64. Vom C64 auf Kassette, ja. Das war ganz gut. Hatte man dann Mono auf einem Ohr, da konnte man dann sich diese Chiptune-Musik. Da auch Hüllkurven programmiert und dann spielen, wie kriege ich eine Geige hin und so weiter. Ich habe Soundprogramme gehabt, ja. Weil das wäre ja unser Traum gewesen. Wir haben zusammen mit einem Freund einmal ein Spiel gemacht, das Kampf um Turn. Und das war aber ohne Sound. Und für Kampf um Turn 2, die Legende von Curie, den bescheidenen Namen, hätte Sound haben sollen. Aber diese Programme, da musste man halt Hexerzahlen eingeben, um den Noten zu beschreiben und die Länge und die Höhe. Das war außerhalb, out of reach. Wir wollten uns dann rundherum schmuggeln um diesen Umstand, weil damals gab es in der Endzeit des C64ers ziemlich coole Hardware. Und es gab einen Audio-Digitalisierer, das heißt, du hast das Modul hinten reingesteckt und dann konntest du so kurze Sound-Sample digital konntest du aufnehmen und so ein paar kleine Sprachsamples machen. Mhm. Aber ja, Legende von Kyrill ist Legende geblieben. Spiele, die der Menschheit vorenthalten blieben. Ja, durchaus. Ist gar nicht schlecht. Aber waren lustige Zeiten irgendwie. Viel gelernt dabei. Damals. Ja, definitiv. Von welchem Jahr redet sie ungefähr? Wenn ich mag, 87. Ungefähr, ja. Wobei meine große C64er Zeit dann wirklich schon der Untergang schon war, irgendwie von C64er. Ich habe dann das Jahr frühe 90er, waren wir da so aktiv. Tja, das war lustig. Ja, na, tun wir dich nicht zu sehr niederquasseln. Spain ist ja eigentlich gar nicht so ein schlechter Ausgangspunkt zu meinen Sprachlern-Apps, weil Duolingo versucht ja das irgendwie so spannend zu machen, dadurch, dass man immer so Level-Up kommt und irgendwelche Sachen verdient. Gamification beim Sprachlernen. Ja, aber ehrlich gesagt, verstehe ich nicht ganz, was das bringen soll. Du bist Gamification-resistent. Ja, ich spiele nie irgendwelche Sachen. Ich darf nur gerne Italienisch lernen. Ich kann das ferndiagnostizieren. Du hast einfach zu sehr echtes Leben. Zu sehr Wenn du das ablegst, dann freust du dich, wenn du mehr Punkte bei so einer App kriegst. Mal schauen. Also das Einzige, was vielleicht ist, ist, versuche nicht, die Leben zu verlieren, weil dann muss man nämlich nur von vorne anfangen. Aber das ist dann einfach nur nervig. Duolingo
ist ja so, dass die dir immer einzelne Sätze, also Phrasen vorwerfen, und zwar entweder in der Sprache, die du lernen magst, oder in der du es kannst, und dann muss es entweder eintippen oder nachsagen oder halt aussprechen. Oder durch so, also da gibt es so einzelne Kastel mit Wörtern, die du halt vorgegeben hast, wenn es noch nicht so weit bist. Also dass du die Wörter nicht selber musst, du musst es nur anklicken und in die richtige Reihenfolge bringen. Und bis jetzt finde ich das eigentlich schon ziemlich cool, aber irgendwie weiß ich nicht so recht, wie ich damit Italienisch wirklich so lernen kann, dass es reden kann. Weil du versuchst damit Italienisch zu lernen jetzt. Genau. Weil so Wörter erkennen kann ich jetzt auch ohne die App, weil ich einfach ziemlich gut Französisch kann und auch Latein in der Schule gelernt habe. Mir fällt eher so, ja, ich weiß eigentlich auch nicht so genau, was mir abgeht, aber ich habe noch keine App gefunden, die besser ist als Duolingo. Also die macht das schon ziemlich gut. Und hast du geschaut, gibt es irgendwelche Service, wo du mit italienischen Native-Speakern skypen kannst? Oder irgendwie? Ja, also sowas ging natürlich. So. Ja, ich habe eher ein paar Freunde, die italienische Muttersprache sind. Aber so für mich alone, weiß ich noch nicht, wie das regeln wird. Oder ob ich nicht vielleicht doch zu einem Kurs gehe. Habt ihr in letzter Zeit mal Sprache gelernt? Ich habe Italienisch gelernt, aber die Methode kann ich nicht empfehlen. Warum? Ich habe 16 Jahre eine Beziehung gehabt. Italienerin. Wenn ich jetzt sage, die letzten zwei Sprachen sind Go und Elixir, dann hilft das auch nicht wirklich. Ja, ich glaube, Programmiersprachen lernt man anders. Nein, aber als App vielleicht die ÖBB-App zu nehmen, Fahrkarte nach Italien und vielleicht ich effizienter. Ich fahre meine nächste Woche wirklich nach Italien. Na dann, nicht schlecht. Ich glaube, wenn du mit Leuten zu tun hast, die das sprechen, halt, die nicht versuchen, mit dir Englisch zu reden oder irgendwie Deutsch, dann lernst du am schnellsten, glaube ich. Ganz im Ernst, wie ich mein Englisch halbwegs unter Kontrolle gebracht habe, ist Podcasts. Hörst du italienische Podcasts? Nein, weil wie findet man denn bitte italienische Podcasts? Das ist gut, eine gibt's gute Frage. Ja, es gibt es bestimmt, das haben wir auch schon denkt bei französischen Podcasts, weil ich, naja, ich höre relativ viel Englisch und Französisch kann ich eigentlich bald fast so gut wie Englisch. Und deswegen werde ich irgendwelche hören, aber ich weiß halt einfach nicht, wo ich so anfangen soll. Du kannst in den Google eingeben, französischer Podcast, dann kriegst du vielleicht irgendwas von Radio France oder so, aber das ist ja kein echter Podcast. Jetzt seid ihr deine Podcast-Suchseite, Stefan. Ja, wobei, ob ich da schnell französische und italienische User kriegen würde. Multilingual aufmachen. Ah ja, das schaffen wir schon. Ja, na dann. Ja, ich habe auch keine Erfahrung mit Sprachlern-Apps. Ich glaube, ein Kollege von mir hat auch Französisch versucht zu lernen. Nein, Spanisch hat er versucht zu lernen mit so einer App. Und das war, glaube ich, aber so reines Vokabel. Auch also Vokabel wird vorgesagt und du sprichst das nach. Oder ja, das wird dir halt so vorgeworfen. Aber so wirklich mit Satzkonstruktion und jemand also, das gescheit das vermittelt. Das macht Duolingo schon ein bisschen besser. Also du hast halt immer abwechselnd Phrasen und Wörter und manchmal Beitel und manchmal sagt es einfach nur irgendwas Audio und du musst es halt aufschreiben, was es sagt und die Übersetzung dazu und so. Das ist schon ganz praktisch. Es gibt auf YouTube so recht nette Videos von so Typen, die mehrere Sprachen fließend sprechen und dann auch im Gespräch tun sie alle 5 Minuten die Sprache wechseln. Echt? Ja, und dann gibt es ja irgendwie so reine Sprachlern-Nerds. Und wenn man sich dann klickt, haben die zum Teil so Blogs, wo sagen, ja, jetzt lerne ich Ungarisch und meine Challenge in 2 Monaten fließend und so. Die einfach dafür leben, dass sie gern Sprachen lernen und eine gewisse Meisterschaft halt da auch drinnen haben. Vielleicht kann man sich von denen ein bisschen was abschauen. Ja, wäre auch vielleicht ein interessantes Thema für Serious Gaming, Sprachvermittlung. Ich meine, es gibt wahrscheinlich schon einige Spiele, die Sprache vermitteln wollen, aber die kommen wahrscheinlich so aus diesem Schulbetriebsansatz, würde ich jetzt mal vermuten. Aber wenn man da einen erwachsenen, spannenden Ansatz findet, wird sich das viel anbieten. Also so ein Sprachlern-Adventure, ich könnte mir das gut für mich vorstellen. Ich bin ja jetzt braver Counter-Strike-Spieler, immer wenn man Fahrt ist, spiele ich derzeit Counter-Strike. Ja, und ich behaupte, dass die ganzen russischen Kinder, die mich da unterschießen, hauptsächlich deshalb Englisch lernen, weil ihnen, sobald sie dort auf Russisch losquasseln, werden sie von allen halt geflamed und Englisch please. Ne? Ah, okay, weil du brauchst, wenn du im Team spielst, magst du nicht, dass einer oder zwei Typen Russisch reden und der Rest kapiert nicht. Ja, und da werden sie halt wirklich gezwungen, zumindest die Kommandos kann man jetzt alle auf Englisch. Also ich glaube, für Englisch ist das nochmal eine andere Sache, weil das ganze Internet einfach in Englisch geschrieben ist. Ja. Also deswegen habe ich, glaube ich, auch eigentlich relativ schnell Englisch gelernt, weil ich halt auch angefangen habe, englische Blogs zu lesen. Ja. Ich habe mir jetzt überlegt, wie ich es machen würde. Ich würde einen italienischen Podcaster fragen, was er denn so empfehlen kann. Wie findet man denn bisschen italienischen Podcaster? Wir hören
gemeinsam, also nicht gemeinsam, wir hören jeder den gleichen Podcast mit einem italienischen Podcaster und den da die einfach fragen. Das ist dieser Data Stories Podcast. So, Data Stories. Das war zwar jetzt ein bisschen eine krampfhafte Überleitung, aber ich habe es durchaus ernst gemeint. Also ich würde den wirklich fragen. Der lebt zwar mittlerweile in den USA, hat aber noch einen so gewaltigen italienischen Akzent. Daher würde ich davon ausgehen, dass er sich vielleicht auch in der italienischen Podcast-Szene noch ein bisschen auskennt oder zumindest Pointer weiterliefern kann. Also das habe ich schon wirklich im Internet dann immer wieder gemacht. Mir Leute gesucht und wenn ich einen Ankerpunkt hatte, den dann gefragt, wen würdest du mir empfehlen, um in die Richtung weiterzugehen. Das hat sehr gut immer wieder funktioniert in meinem Leben bisher. Bis zur Nobelpreisträger habe ich es auf die Art und Weise mal geschafft, wen was zu fragen und das hat hinkaut. Also da kann man sich ruhig Sachen trauen, die man nicht glaubt, dass sie gehen. Stefan hat sich die goldene Nervensäge. Genau. Freundlich sein, kurze Frage, nicht nerven, ein, zwei Mails, nicht ewig nerven, nicht, aber da kommt man schon weiter. Cool. Um auf den Podcast nochmal einzuhaken, der heißt Data Stories. Ich glaube, ich habe ihn eh von der Jana, aber ich bin mir ganz sicher, ich habe ihn seit einem Dreivierteljahr liegen in meiner Liste der zuhörenden Sachen und jetzt bin ich dazu gekommen, ihn anzufangen. Die haben so um die 80 Episoden bisher über 4 Jahre verteilt und es geht um Datenvisualisierung. Und zwar nicht so tutorialhaft, wie ich es eher gemacht habe in letzter Zeit oder in früherer Zeit mit diesem Verbal to Visual, über das ich ein paar Mal geredet habe, mit diesem Kurs und so. Mhm. Das ist doch eher Meta. Also sie haben Gäste, die sich um gewisse Themen kümmern. Also mittlerweile sind ja so Infografiken in sehr vielen Zeitungen zu finden, also New York Times und so weiter und auch in deutschen Zeitungen. Und sie holen sich dann die Leute aus diesen Redaktionen, die das gemacht haben und interviewen sie, wie sie an Themen herangehen, wie sie sich die Informationen beschaffen und so weiter, warum sie was wie visualisieren. Und auf die Art und Weise habe ich, glaube ich, fast mehr gelernt, als wenn ich es in irgendeinem Hands-on-Kurs gelernt hätte. Weil so die Grundlagen, glaube ich, kann ich eh von Mathematik, Physikstudium und so, da hat man schon Plotten gelernt und so Sachen. Nicht? Und auch teilweise sogar aus der Schulzeit. Oder man schaut sich ja viele Infografiken an. Aber dieses Meta, dieses, was denken sich die Leute, wenn sie was tun dahinter, das kriegt man über diesen Podcast sehr schön mit. Also den kann ich wirklich empfehlen. Data Stories heißt auch die Webseite. Cool, werden wir verlinken. Jupp. Du hast. Ich? Ja, auch rein. Du. Deine Liste. Ja, ich habe zwei Kinofilme und zwei Bücher. Erzähl mir über Ghostbusters und dann kannst du die Bücher machen. Darf ich spoilern oder muss ich wieder die Hälfte aufnehmen? Nicht zu 100%, aber... Nicht zu 100%, okay. Das alte Thema, spoilern. Schon mit Stefan geredet. Ich habe nämlich den Original Ghostbusters nie im Kino gesehen. Damals war ich zu Ich auch nicht. Da habe ich nicht ins Kino dürfen in den 80ern. Von wann ist der? Dafür habe ich ihn auf Videokassette mindestens 6 oder 7 Mal gesehen damals. Genau, und dann im ORF lief er ja auch ein paar Mal. Man hat ihn dann eh mitgekriegt. Aber ich habe damals so als Jugendlicher urbegeistert, genau wie der Stefan, das C64 Ghostbuster-Spiel gespielt, weil das hat mit diesem Musiksynthesizer super die Musik nachgemacht. Mhm. Ich habe es hauptsächlich in der Musik gespielt. Auch der Stefan hat gestanden, wir haben beide das Spiel nie vollständig kapiert. Was ich habe das auch nicht kapiert. Ja. Das war cool, weil man konnte am Anfang dieses Ghostbusters ausrüsten und konnte hinfahren zu einem Gebäude. Genau. Aber irgendwann kann man nur der Marshmallow machen. Da ist viel Verklärung dabei, was du erzählst. Ich habe mir nämlich ein YouTube-Video rausgesucht, auch zum Ghostbusters, zum Spiel. Es ist abgrundtief schlecht. Es ist auch die Musik echt schlecht. Wir waren jung und es gab noch kein Internet. Genau. Ja, das stimmt. Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass ich, glaube ich, einmal Ghostbusters 2 gesehen habe. Das muss in den 90ern gewesen sein. Aber den habe ich schon gesehen. Also, ich kann mich nur noch erinnern, dass der Einsatz das war am Schluss marschiert, weil die Filme nicht starten, wo man das war. Und jetzt war halt, das ist jetzt praktisch Ghostbusters 3, der aber, wie das jetzt so modern ist, so tut, als hätte es nie vorher Ghostbusters gegeben. Also ist der Ghostbusters 1 noch einmal von vorne erzählt für die damals noch nicht im Kino waren. Reboot, sagen. Ja. Und davor gab es im Internet einen Shitstorm von angefressenen Fans, weil die sind draufgekommen, dass der ganze Cast weiblich ist. Also es gibt nur ein paar Männer in Nebenrollen und ja, das hat die Fans extrem erregt und die Nerds. Und mich hat das eigentlich positiv dazu ins Kino zu gehen, weil das sind nicht irgendwelche weiblichen Hauptdarsteller, sondern die sind fast alles Darstellerinnen von Saturday Night Live. Ah, das ist erzählt, genau. Wöchentliche Satire-Show. Mhm. Ja, und dann bin ich halt reingegangen ins Kino und es war
ganz nett. Ja? Ja, und ist auch einmal nett, also es kommt schon ein Mann vor, der hat ein bisschen größere Rolle, aber der ist so das Äquivalent einer strohdummen Sekretärin. Also der ist ein sehr schöner, super dummer Sekretär. Also haben Sie das verkehrt? Ja, gleich die erste Szene, da kommt der Jared von Silicon Valley vor, also der den Jared spielt. Mhm. Spielt hat seinen verklemmten Museums-Tourguide. Also ich war gleich begeistert. Also sehr viele recht berühmte Schauspieler haben, die man von anderen Serien kennt, haben so einen kleinen Auftritt. Charles Dance, von Game of Thrones spielt auch. Diesen alten, mein Gott, kenne ich den nicht. Da gibt es so viele Charaktere, der Game of Thrones. Ich kenne nur Peter Dinklage. Der den Vater von Peter Dinklage spielt. Ah, okay, ja. Der hat einen Auftritt so als unangenehmer Sheriff. Und ja, also passt. Und ja, also kommt das Thema vor? Das Soundthema? Von Game of Thrones? Nein, nicht von Game of Thrones. Von Ghostbuster, ja, aber so furchtbar von neu interpretiert, also so nicht mehr so gut wie früher. Aber das sage ich bei allem, was seit den 80ern kommt. Also mein Musikgeschmack ist pünktlich 1986 angefroren und sich seitdem nicht mehr weiterentwickelt. Nein. Ja, und die Story ist halt mehr oder weniger dieselbe. Also so verkrachte Wissenschaftlerinnen finden sich halt wieder zusammen und gleichzeitig wird New York von immer mehr Geister- und Spukerscheinungen eingesucht. Das ist natürlich tolle. Wer ist daran schuld? Ein Mann. Und okay. Der schaut genialerweise sehr so aus wie der Mörder von M, eine Stadt sucht einen Mörder. Okay, also den habe ich noch nicht. Ich habe so das Gefühl gehabt, das haben sie den ein bisschen zitiert so. Ja. Und ja, der baut da halt so Devices, um die Geister noch schneller hervorzutun, weil er irgendwie als Kind gemobbt wurde oder in seinem Leben lang gemobbt wurde und jetzt rächt er sich und am Schluss wird er dann auch Obergeist und tut diesen blonden Sekretär possessen. Ah, ja, klar. Ja, und auch wie eine Parallele zum ersten Teil, wo der ist sogar nicht wie verpossessed. Ja, das habe ich nicht kapiert. Mhm. Ja, also eigentlich hat es genau umgedreht. Ja, und wer rettet die Welt natürlich? Die vier Frauen und die Männer, das ist halt sehr schön, sind alle so entweder unfähige Vorgesetzte oder unnötige Militaristen, weil die werden von diesen Geistern alle so Michael Jackson-Thriller-mäßig, werden die so in Starre ersetzt. Also mit all ihren Waffen und Kanonen stehen sie unnötig herum, während die vier Frauen dann aufräumen. Mhm. Und hat's ja, also mein einziges, wie soll ich sagen, das Einzige, was nicht ganz so bittersüß war, ja, war, dass meine SNL-Lieblingsschauspielerin, die ich ganz toll finde, die heißt Cecilia Strong. Okay. Die hat nur eine kleine Nebenrolle. Also die hätte ich viel lieber gehabt in einer Hauptrolle. Die spielt so eine sehr beflissene Presseagentin vom Bürgermeister, die mal die PR-Desaster von ihm vertuscht und so. Es gibt keine Geister. Und sonst, man kann es sich durchaus anschauen. Also ich habe den Shitstorm nicht verstanden. Haben Sie den Ton eh getroffen? Ja, und es ist auch lieber mal das Ganze mit dem Klischee zu spielen, alles umzudrehen. Ja, definitiv. Ja. Also ein Remix auf der Story. Ich habe nur festgestellt, dass es manchmal einfach schwierig ist, Sachen aus den 80ern heutzutage nochmal zu bringen, weil einfach irgendwie diese 80er Jahre, so wie Indiana Jones oder so in die Zukunft, die hatten so eine lockere, aber dann durch, wenn man es auch erlebt hat, wahrscheinlich auch dadurch verzeihliche Naivität und so ein Plauderton. Und das ist heutzutage, wird das wahrscheinlich, wenn man es eins zu eins übersetzen würde, nicht funktionieren, deswegen verändert man es und dann ist man so auch in der Nostalgiefalle, haben sie jetzt den Ton gut getroffen. Aber ja, du sagst eigentlich, sie haben das als Reboot ganz gut gemacht. Cool. Das hat der Bill Murray einen Auftritt, aber nicht als Ex-Ghostbuster, also, weil es gab ja vorher keine Ghostbuster, sondern er ist auch witzig, er ist so ein Oberzweifler, also der sagt, dass sie alle Scharlatan sind. Also diesmal auf der anderen Seite. Ja, ja. Ja, ich finde es nett. Leider viele von den Schauspielerinnen, also wenn man sie von Saturday Night Live kennt, weiß man, die haben sehr viel mehr drauf. Mhm. Und da haben in den Kinofilmen nur in Ansätzen halt ihr Talent zeigen dürfen. Also haben dann sehr beschränkte Rollen. Und also, wie soll man sagen, ist eigentlich schade drum, aber schön, dass sie halt ins Kino kommen sind, dass man einen Kinofilm gemacht hat. Okay. Und man sieht, hätte man die jetzt laufen lassen, sozusagen, ohne starres Regiekorsett und nicht so die Story so einhalten müssen, wäre viel mehr drinnen gewesen an Gags und lustigen Szenen, weil die halt viel mehr drauf haben. Aber geht sich dann halt nicht aus in diesen 90 Minuten. Geht sich nicht aus, ja. Leider. Genau, mit so einem großen Cast. Du musst ja ständig Special Effects sehen. Und ja. Na, aber kann man sich anschauen, ist so dieser, man muss schon sehr engstirnig sein, um diesen Shitstorm hin ernst zu nehmen. Also ich habe nicht kapiert, was da jetzt so schlimm war. Das Internet nervt manchmal. Biertaucher Podcast hat Folgen.
Apropos Film, unser Filmexperte, der Harry Lee, der hat ja hier erzählt von seinen Backversuchen. Ja, dass die da nicht so erfolgreich waren. Ich erinnere mich an einen Tweet von ihm, ja. Und ich habe gesehen, nein, nicht nur einen Tweet, er hat ja erzählt davon, dass es nicht funktioniert hat. Ach, hier hat er erzählt, ja. Und das hat Folgen gehabt im Internet, habe ich gesehen. Ja. Also ich habe erstens einmal eben zurückgeschrieben und gesagt, dass das gar nicht stimmt, dass es nur Superfancy-Rezepte gibt. Und ich habe außerdem wirklich mich durch meine Archive geklickt und heute pünktlich zum Biertauchen eine Sammlung von Unfancy-Rezepten veröffentlicht. Sehr gut. Aber ich habe übrigens auch Kuchen... Ging es da nicht um Muffins? Ja, es ist um Muffins gegangen. Er hat zu mir gesagt, dass es keine so Blaubeer-Muffins gibt. Aber genau an dem Tag... Also eine Woche drauf habe ich zufälligerweise Blaubeermuffins veröffentlicht. Also das hat wirklich nichts damit zu tun gehabt. Das war echt lustig. Heute habe ich allerdings auch Kuchen dabei. Der ist mir nur ein wenig... Aber also ich muss nur beschreiben, genau wie du gesagt hast, heute habe ich auch Kuchen dabei, hat so einen Blitz gegeben. Ja. Wir warten jetzt auf den Sound. Ja, super. Ist der zum Konsumieren gedacht? Ja, sicher. Ich habe eine Gabel mitgebracht. Also das Problem ist, ich glaube, den hat es ein wenig dabei. Das ist eine Tarte. ja, man sieht, es ist Fritzerbeil. Das ist eine Tarte, das ist unten Mürbeteig und dann kommt ein Vanillepudding. Und obendrauf dunkle Ganache und obendrauf karamellisierte Birnen. Für die armen Leute, die jetzt nicht zum Biertaucher-Podcast gekommen sind, machen wir wenigstens ein Foto. Das schaut so schrecklich aus. Du kannst das von Instagram nehmen, weil da schaut er nur schön aus. Ja, und jetzt noch dekorativ die Gabeln reinhalten. Ja, nochmal. Okay, drei Gabeln, super. Boah. Ja, danke für den Kuchen. Liebe Hörer, hätten Sie gern mitgegessen. Danke auch schon. Dann einfach nur bei uns zum Podcast kommen. Da gibt es so gute Sachen. Naja, er ist halt leider ein wenig zerfallen. Man muss mich da strategisch besser positionieren. Gut. Der Schokopudding, ne? Schmeckt. Nein, es ist... Vanillepudding und oben Schoko, oder? Genau, es ist Vanillepudding, der selber gemacht hat. Und oben drauf, das ist Ganache. Also nur Schokolade und Sahne. Boah. Das ist das Richtige für jungen Bergbauer. Jetzt haben wir endlich auch ordentliche Schmatzgeräusche. Genau, ja. Köstlich. Das gibt wieder Feedback. Schimpft man da so verleiht? Hin und wieder schon. Ja, stimmt. Wir hatten es schon mal im Feedback stehen zu lassen. Jetzt schnappe ich meine Birne. So schaut es nämlich aus. Ich nehme ja die ganze Birne, in bescheidener ich bin. Danke. Ja, ich glaube, super. Das Bild ist ein Bild für Götter. Wir sitzen hier noch in einem Torbogen, deswegen dieses Echo, weil es ziemlich geschüttet und draußen ist noch immer alles pitschnass. Und die Passanten schauen ein bisschen komisch. In der Öffentlichkeit, und das sind wirklich zwei Passanten, die vorbeigegangen und haben Mahlzeit zu uns gesagt. Es ist sehr nett hier. Und ich werde jetzt auf die tote Katze, glaube ich, noch kleckern. Ein bisschen Schoko in Fell. Bis 45 Euro Fell. Vielleicht sollte man die evakuieren, oder? Ja. Nein, ich gehe außenrum. Das ist die Gefahr. Das macht sie besser. Das war eine gute Überleitung, die ich da jetzt gemacht habe. Das war eigentlich die beste heute bisher. Zwar nicht für die Hörer, aber für uns. Super. Also heißer Tipp, wenn man einen eigenen Podcast hat, Jana einladen. Ne? Ja. So, dann gibt es was zum Essen. Ich hoffe, dass meine zukünftigen Podcast-Gäste mir auch Plätze mitbringen. Zum Ausblech. War das jetzt die Erinnerung an mich? Na dann. Ich überlege gerade, ob ich jemals überhaupt Kekse gebacken habe. Es geht ja nicht darum, dass selbst gebacken sind. Ah, okay, das muss nur so. Es müssen deine Space-Kekse Lieblings... Meine Lieblingskekse. Lieblingskekse? Oder habt ihr keine Lieblingsplätze? Das geht doch gar nicht. Es gibt schon verschiedene. Weihnachten, diese. Aber es ist immer so phasenweise. In letzter Zeit, glaube ich, habe ich mich ertappt, öfters die ganz ordinären Hofer Orange Cakes zu kaufen, die ja eigentlich natürlich auf der britischen Jaffa Cake sind. Ich bin eher schokoladesüchtig. Die ich bald so versucht habe nachzumachen mit den Messinos, diese Schoko. So Orangen drin? Genau, also Orangenmarmelade ist da drinnen. Gibt Schokolade. Ein bisschen, aber Orange ist irgendwie. Orangenmarmelade ist überhaupt sowas. Da kommt man sich immer so glücklich vor.
Ich mag das irgendwie. Nachdem wir jetzt bei der Rubrik Essen und Trinken sind. Ja. Jetzt ist gerade Olympische Sommerspiele, also zum Einsortieren für alle, die die Biertaucher in 20 Jahren noch hören. Nicht? Weil Biertaucher wird ja ewig gehört werden. Immer relevant. Genau. Also in Rio sind die gerade jetzt und es ist 2016. Ja, 2016 und die Österreicher schneiden gerade wieder mal so ab, wie sie bei Olympischen Sommerspielen Spielen meistens abschneiden. Also ich glaube, bisher gibt es keine Medaille. Nie? Ich habe gedacht, Bogenschießen haben wir eine. Echt? Die habe ich versäumt. Richtig. Dann haben wir doch eine. Ja, vielleicht sage ich jetzt mal so. Ja, aber im Verhältnis zur Winterolympiade und so ist es immer ziemlich übel. Ehrlich, ja. Und ist halt in den sozialen Netzwerken aufgetaucht, ein herrliches YouTube-Video mit dem jungen Maurer. Mhm. Das ist ein österreichischer Kabarettist. Thomas Maurer. Und zwar österreichische Olympia-Hoffnung im Leistungstrinken. Also endlich wurde Leistungstrinken olympische Sommerdisziplin. Und er berichtet jetzt, dass er ist die österreichische die Hoffnung und das ist knapp vor den Olympischen Sommerspielen und jetzt beschreibt er halt sein Leben, wie sehr ihn das Bundesheer dabei unterstützt hat. Ohne das Bundesheer hätte das nie geschafft, bis zur Liga, in der er jetzt unterwegs ist. Ein herrliches Video. Und der junge Maurer ist auch großartig. Also österreichische Olympia-Hoffnung im Leistungstrinken, wenn wir verlinken. Mhm. So, danke, Jana. Ja, wirklich. Gern. Super. Köstlich. Ich kann noch einen Film beisteuern, wenn Sie wollen. Ja. Ich habe Schweinskopf al dente geschaut, einen bayerischen Film aus einer bayerischen Trilogie, wie ich jetzt im Internet nachgelesen habe. Da gibt es eine Krimi-Autorin und von der wurden anscheinend schon 3 Filme verfilmt. Das war jetzt der 3. Okay. Und die haben alle so eine Hauptspeise im Titel. So okay, aber Dampf, nicht immer ein Schwein. Weil ich habe nein, die anderen heißen so Dampfnudel irgendwas. Und okay, also so, weil ich habe, glaube ich, irgendwas mal mit hier auf der Wurst. Und ja, da geht es um einen sehr lakonischen Polizisten, der, wie soll ich sagen, sozial nicht so gut drauf ist. Also, er fährt eher seine Beziehungen in Sand und ist auch sonst nicht so der höflichste. Mhm. Und der wird da in einen Mordfall verwickelt. Und gleichzeitig rennt ihm die Freundin weg nach Italien, zu einem Italiener am Gardasee. Und das ganze Dorf intrigiert praktisch, dass er mit ihr wieder zusammenkommt. Okay. Weil das ganze Dorf weiß, dass er da nicht so fähig dazu ist. Und so. Hilft also. Ja, und das fängt schon sehr göttlich an, dass also sie macht mit ihm Schluss oder haben schon Schluss gemacht und er hat noch so irgendwie Gelegenheit, sie irgendwie zu sagen, nein, bleib da, komm zurück und stattdessen steht er halt maulfaul herum und sie wird dann noch wütender und das ganze Gemeindeamt hört, lauscht an der Tür und der Bürgermeister sagt, na, jetzt sagt er wieder nichts, das Rindviech. Ja. Mit viel bayerisch. Also sehr bayerisch und genau wie man es sich vorstellt, so wie beim Bullen von Tölz. Also es gibt die Oma, die gerne kocht und diverse sehr schrullige Nebendarsteller. Übrigens relativ viel Österreicher im Cast. Es spielt nämlich Maria Hofstetter mit in einer Nebenrolle, die eigentlich mit der Handlung überhaupt nichts zu tun hat. Aber sie bereichert den Film. Also. Olympisch dabei sein ist alles. Ja, und Simon Schwarz spielt mit. Das ist der zweite Lied sozusagen. Er spielt dann so Detektivfreund, der ihn dann unterstützt. Sonst zur Zeit halt sehr unfähig stolpern sie dann der Lösung des Falles entgegen. Wir haben ein sehr schrecklicher ein Heiratsschwindler und Mörder, also der schon mehrere Leute umgebracht hat, kommt aus dem Gefängnis frei und terrorisiert jetzt alle, die ihn damals eingesperrt haben, unter anderem den Chef von den Polizisten. Ja, es ist also, was man im Fernsehen gehen sehen würde, aber was es dort meistens sich nicht ausgeht, weil halt das Format begrenzt ist und du auch nicht an allzu schwarzen Humor im Vorabendprogramm tun darfst. Und da werden halt wirklich Leute umgebracht. Also es geht auch zur Sache, ist es so blutig? Ja, eher dunkel. Eher dunkel, ja. Es ist eher Mordversuch. Aber ein Mord kommt auch vor. Okay. Aber wovon es lebt, ist eigentlich halt so, dass der Vorgesetzte und der Polizei und der Bürgermeister sind halt alles so zünftige bayerische Mannsbilder mit Trachtenjanker, die halt Kraft ihrer Autorität und nicht von ihrem Fachwissen halt die Untergebenen terrorisieren, die dann zurückmaulen und so. Also das passt alles. Man fühlt sich als Österreicher gleich gut
aufgehoben. Ja, ja, so ist es. Ja, ja, Wiedererkennungswert total hoch. Und ja, sehr, sehr nett, eigentlich. Auch gut gespielt. Also, der ist wirklich sehr lakonisch, der Polizist. Und, sein Vater ist dann so zum Ausgleich so ein Hippie und so sich einrauchen und halt das alles. Also, jeder arbeitet eigentlich dran, dass der Fall noch komplizierter wird und noch mehr schief geht. Also, ja, und du hast gesagt, das basiert das auf Romanen? Es ist ein verfilmter Roman und da gibt es anscheinend eine Serie. Ich bin jetzt sehr versucht, mir die anderen Verfilmungen oder vielleicht gar die Romane auch anzugucken, weil ich das sehr nett gefunden habe. Okay. So ein bisschen Bulle vom Tölz-Feeling. So. Alpenkrimi. Da gibt es jetzt eigentlich ziemlich frei, glaube ich. Und aus meiner Stadt, also aus meiner Heimatstadt in Niederbayern, die hat nämlich auch kürzlich so geschrieben. Und die hat vor einem Jahr oder so mal einen Wettbewerb ausgeschrieben, ob man nicht ein Blätzau-Rezept einreichen kann. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnert, hat die sogar ein Blätzau-Rezept von mir genommen. Aber das muss ich noch mal nachverfolgen, wie das Buch heißt und was das für ein Rezept war. Aber das war auch sowas in der Art, glaube ich. Ich habe auch jetzt, aber das ist auch schon länger Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, das ist die Sau Nummer 8 oder so, und von einer Polizistin, die auch in Bayern am Land irgendwie also forscht. Also das gibt schon so sich ein eigenes Genre erarbeitet haben, glaube ich, irgendwie. Vielleicht eher auch mit dem Zuge von Bullen von Tölz oder so, mit dieser Serie, wie das einem breiten Publikum zugänglich gemacht hat. Und dann später hat es ja auch noch gegeben, oder gibt es noch die Rosenheim-Cops, oder? Ich glaube, ich war auch so eine Beispiel. Ich glaube, es gibt ja auch eine Serie. Und man darf nicht vergessen, die Mutter vom Bullen von Tölz hat ja auch dann noch ein eigenes Miss Marple-eske Spin-Off bekommen. Ah, okay. Ja. So, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Spin-Off war, aber sie hat auf jeden Fall dann auch noch so eine eigene Krimiserie bekommen. Also ich schätze, was man halt mag als Hörer oder Zuschauer oder Leser von so Krimiromanen, die sehr stark in einer Region spielen, ist halt auch diese Regionsbeschreibung. Ja, klar, dass da, ja, bei den Romanen. Dass das halt alles nicht so ein allerwelts nach Deutschland kopiertes New York ist, sondern halt wirklich. Da haben wir natürlich in Wien den Brenner beispielsweise klassisch. Dann haben wir fürs den Bolt. Bolt, ja. Was ist der? Waldviertel? Nein, no. Waldviertel. Der ist doch da oben an der Grenze zu Tschechien. Ich weiß es nicht, da dünnes Eis. Sage ich lieber nichts, den habe ich auch nicht gesehen. Dann gibt es irgendeinen am Traunsee oder in dieser Gegend. Okay. Ja, es gibt ja mehrere. Und die, ja, Brenner hast du gesagt. Brenner ist großartig, ja. Auch in Wien. Die ganze Serie. Gibt es auch die Bücher dazu? Wolfgang. Also Regionalkrimi. Voll die. Sehr gut. Krimi aus der Region. Wie beim Essen. Ja, habt ihr noch irgendwie dringende Themen? Sonst können wir langsam Schluss machen. Dringende habe ich nicht. Nur was kurzes, eine kurze nicht ähnliche Sache. Kennt ihr Free Music Archive? Bin ich letztens drüber gestolpert? Nope. Ja, da ist meine Podcast-Titelmelodie hier. Ah. Sie kennt schon wieder alles. Okay, da ist lizenzfreie Musik drauf, die man verwenden kann, so für eigene Produktion. Super praktisch. Unmengen von Zeug. Ich habe noch nicht viel Gutes gefunden. Ja. Aber es sind Unmengen. Freemusicarchive.org. Da habe ich letztens nämlich eine Idee gehabt für so freie Musik als Projekt, wenn man ein Spiel macht, dass man eine eigene Soundbibliothek, wie wir das Survival-Spiel gespielt haben, selber einschreit. Also wenn man Sterbegeräusche oder. Wow! Das ist halt unter der richtige Lizenz, dann können das andere Spieleentwickler nehmen. So freuen sich halt einfach schreien. Ja, wenn man es gut aufnimmt, ist sicher lustig. Da gibt es aber. Wie heißt jetzt die Podcast-Community-Seiten da von Ralf Stockmann und Claudia Krell, das Forum? Sendigate. Da gibt es einen Thread voller solcher Sachen, wie zum Beispiel Free Music Archive, also irgendwie so, wo man halt Musik herkriegen kann, die man verwenden kann. Cool. Aber jetzt? Ja, und Internet-Archiv war das Stück noch. Da gibt es ja Musik. Ja. Archive.org, oder ist ja, das Archive, ja. Ich habe meine Sachen bisher immer von Ben Sound. Der ist eine einzelne Person, ein Komponist, der es eben auch unter Lizenzen, Namensnennung im Großen und Ganzen ermöglicht. Sehr nette Musik, finde ich. Ja, Adele Podcast, Titelmelodie, oder? Genau. Von Hour of Code. Genau, darum muss ich ihn ja da pitchen. Alles klar. Ich bin ausgeblasen. Na dann. Ja, das Sketchnote geht jetzt auch sehr genau aus. Sketchnote. Ja, das kann jetzt dann eh gleich twittern ein bisschen. Sitzt man nämlich im Licht. Das ist schon gut. Ich greife noch ein bisschen Schoko zum Abschluss.
Das ist schon fotografieren. Ja, für die Shownotes. Okay. Digga, man darf dich nicht fotografieren beim Schokolöffeln, gell? Gar nicht beim Schokolöffeln. Ja. Nur dein Schokolöffeln. Na gut, das ist nicht so lustig. Nur die behaarten Unterarme des Schokolöffels. Mach mal. Ich muss es aber auch so benennen. Behaarter Unterarm mit Schokolade. Sicher. Okay, schön war's, bis zum nächsten Mal und ja, fröhlich bleiben und so. Ich hoffe, ich komme bald mal wieder. Ja, wir auch. Vielleicht so im Oktober oder so. Sehr cool. Und dann erzählst du von Marokko. Zum Beispiel. Yeah. Ja, ciao. Bitte. Ciao.